Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr in der alten Welt fliegen könnt. Und zwar jetzt nicht irgendwie, was ich schon mal gezeigt habe, dass ihr irgendwie neue Mounts erstellen müsst oder irgendwie so, oder Bodenmounts irgendwie verändern müsst, sondern wirklich mit den ganz normalen Flugmounts könnt ihr jetzt fliegen. Schaut das Video gerne bis zum Schluss, denn dann zeige ich euch, wie es mit der Geschichte weitergeht. Ich habe hier so eine kleine Geschichte angefangen. In dem Video zeige ich euch, wie das damit jetzt weitergeht. Und ja, also ich kann sagen, die Lage spitzt sich auf jeden Fall zu. Es kommt dann langsam aber sicher zum Showdown. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Als erstes brauchen wir natürlich auch die Datenbanken, die wir bearbeiten wollen. Da ich ja auch und ihr wahrscheinlich auch mit dem deutschen Client spielt, brauchen wir also die deutschen Datenbanken. Wir gehen also bei data.de.de und dann hier bei patch.de.de3. Den machen wir auf und ziehen uns einfach aus dem DB-Files Client Ordner einmal die Spell-DBC raus, wenn ihr das jetzt schon habt. Das habe ich ja letzte Woche schon gezeigt. Und wir brauchen die Area-Table-DBC. Die ziehen wir uns raus, das habe ich jetzt hier schon gemacht. Können wir auch gleich wieder schließen. Wir öffnen also unsere Spell-DBC und dann gehen wir hier ein Stück schon weiter hinter, ziemlich in die Mitte und suchen uns hier bei der Spalte Name Language 4 einfach mal irgendein Mount raus. Also irgendein Flugmount. Und zwar hier bei Filter und dann, Moment, hallo, dann steht hier Contains und dann nehme ich jetzt einfach mal Weißer Greif. Okay. Ah, wunderbar. Und dann steht jetzt hier schon Weißer Greif und gepanzerter Weißer Greif. Dann gehen wir hier wieder vor und bei Attribut E mal D steht hier eine große Zahl. Die werden wir uns mal jetzt ganz schnell rauskopieren, denn die brauchen wir später. Dann gehen wir wieder zurück und löschen erstmal den Filter. Sonst macht er das jetzt nicht gleich, was ich will. Hier. Zack. Hier Filter. Und gehen wieder vor. So, dann bei Attribute E mal D gehen wir jetzt wieder hier auf die Filteroption und nehmen aber das erste. Das bedeutet, er sucht uns jetzt alle Einträge raus mit diesem Wert. Okay. Das jetzt, was jetzt hier steht in der kompletten Spalte, das sind alles Flugmounts. Gehen wir mal hier rüber, dann seht ihr das. Hier. Schneller Greif, schneller roter Greif. Dann Reittier, was auch immer das ist. Alas, Asche, Nähte, Drache, bla bla bla. Das sind alles Flugmounts. Und diese Zahl hier vorne, die wir jetzt bearbeiten müssen, das ist einfach nur der Wert, dass man den Cast nur benutzen kann, wenn man halt in Nordend oder in der Scherbenwelt ist. Das wollen wir aber nicht, weil wir wollen es ja überall benutzen. Also müssen wir das jetzt hier einfach immer nullen. Einfach immer 0, Enter, 0, Enter. Wenn wir das haben, können wir die Tabelle auch abspeichern und dann auch schon schließen. So, jetzt könnte man theoretisch die Mounts schon benutzen. Aber was jetzt noch fehlt, ist, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr in, was weiß ich, in Dunmoro steht oder was, könnt ihr dort immer noch nicht fliegen. Und deswegen brauchen wir noch die Area Table. So, die müssen wir jetzt auch noch einstellen, dass ihr halt die Erlaubnis habt, auch da zu fliegen, weil sonst funktioniert das alles nicht. Und wenn wir die öffnen, dann sehen wir hier die ganzen Namen, Dunmoro, Öland, bla bla bla. Und hier bei den Flags, da werden wir das jetzt einstellen. Und zwar müsst ihr euch nur ein was merken. Und zwar 1000. In jedem Gebiet, was nicht Nordend oder Scherbenwelt ist, wie zum Beispiel Zugurup oder Sumpfland oder Reisereier, Ambossa oder so, das müsste man sich jetzt merken. Oder das, eigentlich weiß man das ja. Da macht ihr bei dem Flag überall plus 1000. Also hier ist jetzt die Flag 65, also ist die neue Flag
1065 und zwar 1065. Hier ist es 1064. Hier zum Beispiel die endlose Küste. Wären es der Überlapp? Wären es dann 288. Also ihr wisst, was ich meine. Und das macht ihr jetzt einfach mal von oben bis unten, außer in den Gegenden, die sowieso Nordend oder Scherbenwelt sind, weil die haben ja das Fliegen schon, da brauchen wir das ja nicht noch einmal. So, warum 1000? 1000 bedeutet einfach nur, dass der Gegend gesagt wird, hier muss man fliegen können. Wenn ihr das alles geändert habt, ich weiß, es ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, ihr könnt dann die zwei Datenbanken, wenn ihr das nicht schon habt, einfach hier einfügen, öffnen, dann bei DBC einfach hier drüber schmeißen, da habt ihr dann die deutsche Spell DBC und die deutsche Area Table, die braucht ihr dann auch und dann geht's auch schon weiter. Das lasse ich jetzt mal auf. Als nächstes, jetzt müssen wir es eigentlich nur noch einpatchen, das sollte jetzt nicht so problematisch sein. Hier seht ihr es ja schon, Area Table und Spell DBC. Hier habe ich es schon eingepatcht und dann könnt ihr das Spiel auch starten und könnt fliegen. Also mehr ist es jetzt eigentlich auch gar nicht. Genau, falls ihr jetzt irgendwann mal eine Gegend entdecken solltet, wo ihr plötzlich nicht mehr fliegen könnt, dann könnt ihr einfach in den Channel hier, also in den Chat eingeben, GPS. Und dann seht ihr auch hier eure Zone und das Gebiet, wo ihr steht. Und ihr müsst dann einfach nur bei der Area Table das raussuchen und dann halt einfach plus 1000 machen. Und ja, genau. Und dann könnt ihr auch da schon fliegen, weil es kann schon sein, dass ihr das eine oder andere vergessen habt. Ist aber auch nicht so schlimm. Was ihr bei der Spell DBC auch noch machen könnt, ihr könnt auch den Text jetzt ändern. Weil bei mir steht jetzt immer noch da, Kanonen der Scherbenwelt und Nordend beschworen werden. Das ist natürlich Quatsch. Das könnt ihr halt auch ändern. Ich war jetzt bloß einfach zu faul. Weil mich stört es jetzt persönlich überhaupt nicht. Aber es ist jetzt nicht mehr nötig, dass es da steht. Jo, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Abo oder ein Like da. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche. Biba! Du musst doch irgendwas sehen können. Ich kann nicht weiter sehen als bis eben dahin. Ich werde sie jetzt suchen und töten. Bist du verrückt? Du weißt nicht, was du damit auslöst. Na und? Soll ich einfach hier warten und zusehen, wie sie die ganze Welt zerstört? Nein, aber es kann sein, dass du eben genau dieses Szenario auslöst mit deinem Verhalten. Oh, das ist doch Mist. Oh, ich kann nicht länger warten. Ich werde sie jetzt suchen und vernichten.